Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer Folge Catzone mit Katze, ganz allein, ohne Menschen, sondern nur mit Katzen. Du und ich und unser neues Tablet. Wup, wup, wup. Und was wir jetzt machen werden, ist, wer der Stream-Update-Video-Sache gerade eben schon gesehen hat von einer halben Stunde, wir werden jetzt das hier rausnehmen. Oh Gott, hat es lang gedauert. Ah! Wuhu! Wir haben es rausgenommen, wir haben es fertig, wir haben es fertig, wir haben es fertig. Ultimate Stew ist fertig. Wuhu! 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 So, was haben wir noch fertig von Meat her? Wir brauchen noch Meat. Ich will noch eine Ladung davon machen. Wir brauchen Neutronium-Blocks, Meats, Double-Compressed Cobblestone würde ich auch noch ins System wieder reintun. Und so wie ich das hier sehe, sind die ein bisschen doof, kann das sein? Oh, die Pink Slime Blocks werden noch nicht richtig ausgesortiert. Ja, werden noch nicht richtig aussortiert, schade. So, mach mal hier bitte. Davon dürfte das da reichen. Dann brauchen wir Block of Meat, den Rest. Eins, zwei, drei. Genau. Wir machen nochmal eine komplette Ladung von allem. Neutronen. Piles of Neutrons. So. Und den Rest, den wir brauchen, können wir alles aus unserem Tablet rausholen. Und zwar müssen wir einfach nur hier einmal reingeben, Raw, und dann haben wir es. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, wir haben 1 zu viel davon genommen und wir haben zu wenig Fischis genommen. So, das legen wir jetzt alles zum Craften rein. Habe ich ein bisschen zu viel genommen hier wieder. Ja, ich habe schon wieder 3 davon genommen. Wow. Okay. Let's go. Dann machen wir nämlich nochmal was von den Dingern, weil die Meatballs sind echt gut zum Essen. Die sind echt gut. Die machen mehr als Beef Wellington und so weiter. Im Endeffekt kannst du das alles so reinschmeißen, wie du es möchtest, solange 2 davon da sind. Und ja, das tun wir jetzt auch einfach, weil Baum. Das müsste eigentlich meiner Theorie nach funktionieren. Ich glaube, es funktioniert auch. Was fehlt? Fehlt irgendwas? Haben wir zu viel drin? Wir haben zu viel drin. Das war das Problem. So, 2 neue Stacks Meatballs. Sehr schön. Also, um das kurz gezeigt zu haben. So, jetzt müssen wir ganz kurz den Neutronenkompressor bauen. Davon müssen wir auch mehrere bauen eigentlich. Dafür brauchen wir wieder Block of Irons. Hopper, Hopper. Haben wir Hopper? Müssen wir ganz kurz bauen. Ach, Kompress. Ich habe mittlerweile die Synchronisation ausgemacht, weil sie mich genervt hat. Iron Blocks. So, erstmal eine Ladung Iron Blocks rausholen. Die dürfte reichen. Erstmal 3 Stacks Hopper rausholen. Wir machen wie immer einen kompletten Stack von dem Ding. Würde mich auch wundern, warum eigentlich nicht. Matrix. Trix. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wo müssen die denn hin? Die Hopper müssen da oben hin. Und wir geben auch gleich noch eine riesige Ladung Quests ab, liebe Menschen. So, hier müssen die Crystals hin. Und dann müssen erstmal die obere und die untere Reihe komplett Iron Blocks. So, wo kommen unten welche weg? Nur hier. So, Tricks. So, deswegen habe ich Cobblestone holen wollen. Weil wir mittlerweile schon echt schwach dabei sind, was Cobblestone angeht. So, weiter geht's ja leider nicht für uns nach oben. Tricks. Hier 5, 6. Iron. Iron Blocks brauchen wir auch noch wieder.
Die Neutronensachen, um die kümmern wir uns jetzt auch gleich. Das dahin. Das dahin. So, Redstone-Blöcke brauchen wir noch. Bin ich gerade im Kopf, gerade ganz kurz weggenickt gewesen, wegen der Musik. Mag die Musik. So, wir brauchen noch zwei weitere Matrix. Weiß nicht, ich sag zwei und drück dreimal, ich weiß nicht warum. Okay, ich sehe einfach nur das Portal nicht. Alter Schwede, ey. Da oben rennen sie immer noch, oder was? Warum? Warum rennen sie? Jetzt hat er gestoppt. Alter Schwede, ey. Der, müssen wir irgendwann mal eine richtige Teleportkammer machen, wo die Leute einfach direkt hin teleportiert werden. So. Aber okay. Wir brauchen Neutronium. Bedeutet, Neutronen müssten hier vorne irgendwo sein. Da. Hat sogar schon dafür gereicht. Das gibt's echt nicht. Also wir haben eine Menge davon mittlerweile. Das ist echt ohne Scheiß, wie viel das generiert, ist der Hammer. Neutronen. So. Und wieder zurück und craften. In die Mitte legen. Und der Rest ist hier so, okay. Neutron. So, noch zwei Stacks, oder? Ja, noch zwei Stacks. Und es passt sogar. Neutronenkompressoren. Damit müsste ich noch eine Quest fertig gemacht haben hier unten. Ja, der Neutronenkompressor. Und jetzt müssen wir uns um die Singularities kümmern. Die Frage ist halt, wie er funktioniert. Er braucht nämlich, glaube ich, einfach nur Zeit. Das ist, glaube ich, alles, was er braucht. So, das müsste ja eigentlich ausreichen von der Zeit her, also von den Sachen her. Singularität. So, Iron, Gold, jetzt erstmal Block off suchen. Wir brauchen zum Beispiel Lapisblöcke. Block brauche ich da einfach nur, ohne Leerzeichen. Bedeutet, wir müssen mal ganz kurz so gucken. Wir brauchen Iron, wir brauchen Gold. Ich lehne da nur mal einen einzigen jeweils raus. Iron, das kann mal alles weg gerade, fällt mir auf. Die restlichen auch, wir haben ein bisschen zu viele gemacht, passiert. Von allem, was es irgendwie Blockform gibt, nehmen wir mal einen mit, hier, von den Hauptdingern. Block of Iron, Block of Emerald, Block of Diamant.
Es gibt von allem, brauchen wir da theoretisch einen. Das ist der Hammer. Von jedem einzelnen Material. Also brauche ich eher Ingots gerade. Sollen wir die Singularities jetzt schon machen? Oder sollen wir uns um die Quests kümmern? Ich glaube, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Quests und legen vorher aber mal, um es zu testen, einfach mal die Blocks, die wir haben, rein. Block of Compressed Sting, Block of Emerald, Block of Gold, Block of Iron, Block of Menylium, Block of Redstone, Block of Burn Quartz brauchen wir nicht. Block of Quartz nehmen wir trotzdem mal. Darksteel Block nehmen wir zum Beispiel auch. Warum denn auch nicht? Lapis Balui nehmen wir auch. Wüsste ja auch nicht warum. Uranium können wir von mir aus auch nehmen. Und mit dem Tablet machen wir jetzt einfach mal kompletten Stack davon. Warum hole ich da jetzt Mebius Fool raus? Bin er ein Domkatze? Bin ein Domkatze, okay. So. Emerald. Compressed Iron Block. Diamant Block. Block of Quartz. Dark Steel Katze. Lapis Balui Katze. Uranium Block Katze. So, kannst du Uranium zu irgendwas machen? Nein, kannst du nicht, oder? Gucken wir mal, ist hier Uranium dabei? Gellorium ist dabei. Plutonium ist dabei. Aber kein Uranium. Okay, aber Gold geht. Ach, wir müssen da so und so viele Blöcke reinschmeißen. Okay. Das erklärt einiges. Das ist machbar. Auch wenn es ein bisschen teurer wird, machbar ist es. Machbar ist es. Also ich dachte jetzt, dass es hier ewig lange dauert. Das ist ja gut, dann müssen wir da theoretisch einfach nur die Blocks reinpumpen wie Sau. Da bauen wir uns eine Vorrichtung für, die automatisch erstellt, die ganzen Blöcke. Das ist ja kein Problem. Das ist ja easy. So, was wir jetzt machen werden, ist ein wenig Platz in unserem Inventar machen. Weil wir es brauchen können. Bottlegang kann weg. Das kann gerade auch mal weg. Das brauchen wir auch gerade nicht. Futter brauchen wir, Questbuch brauchen wir. Transmutation Table brauchen wir auch nicht. Denn wir geben jetzt erstmal ab. Und jetzt nehmen wir erstmal den Neutron Kompressor. Und fangen von oben nach unten an. Was habe ich denn fertig gemacht? Ich habe das hier fertig gemacht. Diese Musik! Contents nothing. Auto-Absorb. Das Ding ist extrem geil. Die Dinger sind beide extrem geil. Können wir schon mal damit anfangen, das da zu konsumieren. Wir haben jetzt gerade mal die erste Seite weg und haben jetzt schon kein einziges davon. Okay, von denen, die eigentlich interessant wären für uns. Aber die zwei Loots hier sind geil. Jetzt gucken wir gerade mal. Basic, gut. Greater, Epic und dann kommt da Legendaries hin. Und dann können wir das alles weglegen gerade mal. Gut, die nächste Seite, Menschen.
Das war jetzt nicht so viel. Da könnten wir theoretisch die komplette Reihe noch easy machen. Das hier könnten wir auch wieder easy machen, sobald wir die Sachen wieder aufbauen. Lava Fabricator habe ich gebaut. Lente habe ich gebaut. Sludge Boiler habe ich gebaut. Das Geräusch ist toll. Ich liebe das Geräusch. Genau, dieses komplette Ding habe ich durchgefarmt bis hier. Das werden wir ein paar Autocrafting machen, weil, ja, weil wir es können. Das ist eigentlich schon der einzige Grund. So, die Kappa-Quest ist komplett abgeschlossen. Das ist die hier. Weil die einfach easy war. Und um ehrlich zu sein, wollte ich Early nicht den Destruction Catalyst in die Pfoten geben. Hier gibt es halt nur diese Chance-Dinger leider gerade raus. Das ist halt ärgerlich. Weil die braucht halt kein Mensch. Nehme ich lieber einen Halfhard. So, und es müsste eigentlich jetzt die Frage sein, hat das Zeug irgendwo was anderes freigeschalten? Ah, das ist zum Beispiel noch eine Seite, die wir komplett machen müssen. Was haben wir denn alles bekommen jetzt? Gucken wir mal. Was wir alles wegwerfen müssen. Halfhard brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Legendaries, okay. Genau wie das da. In Fullhard, das können wir mal 360 consumen, bitches. You are, oh, Entschuldigung, wusste ich nicht. Vier, dies und das. Also wir fangen bei den einfachen an, okay? 3, 2, 1. Brauchen wir nicht. 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 Finde ich gut, brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, Manu. Manu. Oh, Wireless Access Point, das war nicht das, was ich nehmen wollte. Chance Cube, Chance Cube, Chance Cube, Chance Cube, Chance Cube. So, dann machen wir damit weiter. 3, 2, 1. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir. Brauchen wir nicht. 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 Brauchen wir eigentlich nicht, nee. Brauchen wir ebenfalls nicht. Brauchen wir 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 nicht. Ah. Brauchen wir auch nicht. Ah, brauchen wir auch nicht. Mann, oh Mann. Wichtig ist, das hier ist sogar das, was wir noch am meisten brauchen können davon, obwohl wir es uns, glaube ich, craften können hier. Seed Storage. Cloud in a Battle und so weiter. Das ist alles extrem cool. Rotten Heart. Ja. Nur damit wir uns verstehen, wir wissen, warum das Zeug jetzt von mir weggeschmissen wird, das eine. Die beiden Sachen hier müssen weggeworfen werden. A Growth Aromatic, Lily Pad of Vitality ist natürlich schon was Geiles.
Okay, dann gehen wir auf die Greaterwood Lootbags und hoffen, dass wir da was kriegen, was wir brauchen. Nein! Nein! Oh, oh. Nein. Oh, schön. Das ist wenigstens was, was wir benutzen können. Nein. 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 Oh Gott. Das Problem ist, der Bedrock hier ist super. Weil ich kann ihn endlich einspeichern, aber Early darf ihn auf keinen Fall haben, deswegen muss ich ihn gleich wieder wegtun. Genauso wie die Grenades, weil die landen sowieso wieder auf dem Dach hier. Oh, wir haben auch noch ganz viele Epic Lootbags. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. 3. Oh, ich habe schon gedrückt. 2. 1. Nein. 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 Das ist mal was Gutes. Nein. Uhu. Chaos Ingots brauchen wir leider nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen. Beacon ist gut. Ein Beacon ist gut, Menschen. Also das Ding ist auf jeden Fall nicht schlecht, das von Chance Cubes. Der Teleporter von Mechanism ist jetzt so ein bisschen meh. Wir brauchen den einfach nicht. So, wir haben aber immer noch 4 Legendaries. Oh, okay. Knockback Enchantment Level 50, Looting Enchantment Level 50, Soulbound 1, XP Boost 5. Und das Wichtigste, Reaper Enchantment Level 20. Könnte es sein, dass dieses Schwert hier, ich meine, es ist so oder so stärker als unser Draconic Sword, das ist das, worauf ich gewartet habe. Das ist ein Imba-Schwert. Und das letzte ist wieder einigermaßen so lala. Ich will dieses Schwert testen. Ich will dieses Schwert testen, Menschen. Wenn ich das in der Hand habe, oh, dann habe ich ein FOV. Wie kann man das denn craften? Gar nicht, oder? Nee. Ein Singularity Sword. Miau. Hallo Schweinchen, darf ich dich töten? Bitte. 42? Zweiundfuckig für... Was? Was ist... Direkt ne Mob-Soul. What? Damit klatschen wir Early One-Hit, Alter. Das sind 999 Damage. Der Titel der Folge hat sich soeben geändert, Menschen. Mob Soul. Es kann auch nicht brechen. Es ist einfach unbreakable und gibt Mob Souls. Das ist so OP. Wow, jetzt ein Chance Cube aufmachen und mein Schwert wäre weg. Das wäre der Hammer. Mob Soul. Wow, Alter. Dieser Loot ist Hammer. Das war mal wirklich ein Legendary Loot. Mein Inventar ist fast voll. Ich habe 4 Mob Souls von den paar Kühen, die wir geklatscht haben. Das ist so OP. Ich habe eine Liquid Claw. What? Okay. Das ist jetzt so, also wir waren davor OP. Ich gebe es zu, wir waren ein bisschen OP. Aber mit dem Schwert hier ist alles zu Ende. Jetzt kann ich ja, ich muss theoretisch nur 30 mal den Ender Dragon klatschen und habe eine Mob-Soul vom Ender Dragon. Ich kann den Ender Dragon automatisieren, damit Draconium komplett nochmal zusätzlich automatisieren potenziell. What?
Alter Schwede! Ja, wir haben ein bisschen Beef jetzt. Das ist. Ja, Wurst. Das kann ja alles weg. Das brauchen wir ja nicht. Leather, Beef und so weiter brauchen wir nicht. Alter Verwalter! Ab in die Helle. Ab in die Hölle. Das Ding ist auch noch soulbound. Bedeutet, selbst wenn Early mich abfuckt und umbringen sollte und ich meine Sachen verlieren würde ohne die Rüstung, hätte ich es immer noch. Wow! Das Einzige, was schnell runtergeht, ist das Essen, wenn ich mit dem Ding durch die Gegend wandere. Guck mal, wie schnell das Essen weg ist. Das ist halt ohne Vergleich bis jetzt, dieser Essensverlust. Uhu. Das Ding plus Draconic Armor. Ich weiß nicht, wie viele Schläge für den... Also der Chaos Guardian wird weit mehr Leben haben als 100 oder 1000. Aber das Ding one-hitted momentan noch in Wither. Die haben 400 Hitpoints. Au, böser Creeper. Und es... Oh, lol, Soul. Ja, lol. Jumpshot. Okay, Menschen, dieses Schwert ist so derbe OP. Mit Gibbet gar nicht. Das Looting ist auch noch dabei. Alter, wie viel Loot wir da rauskriegen? Schaut euch das einfach mal an. Das ist ja nicht nur von Schwertern oder so. Das ist einfach, das ist der Mob-Full. Das ist schon wieder eine Mob-Soul. Habt ihr das gesehen? Das Ding ist der Hammer. Also Menschen, das ist, ja. Diese Folge war mal von meiner Seite aus eine Entdeckung. Für dieses Schwert kann ich mich übelst begeistern lassen, weil hier die ganze Zeit dieses Gemotze so von wegen, ja, Draconic Rüstung und so weiter. Dieses Schwert hier hilft mir unglaublich weiter, weil ich theoretisch jetzt einfach einen Mob vielleicht 20 Mal autospawnen muss und dann habe ich eine Mob-Soul von ihm und kann ihn mit Draconic Spawnern automatisieren. Dieses Ding ist wirklich imbar. Und zwar in dem Fall jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist imbalanced. Das ist scheiß auf Autoblock-Spawner und sowas. Das ist wirklich egal. Wenn wir dieses Schwert als Unbreakable in Killer Joe legen würden, hätten wir unglaublich viel Zusatzloot. Ich frage mich, was passiert, wenn ich einen Animated Block damit töte, ob der auch Zusatzloot droppen kann oder ob der auf 1 beschränkt ist. Ich frage mich wirklich, weil wenn das der Fall wäre, dass man hiermit jetzt... Ach schade, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn er eine Mob-Soul gedroppt hätte. Oh, aber 19 Guest-Tiers von einem Kill, das geht, oder? Das geht. Das geht. Also, liebe Menschen, mal ohne Scheiß. Das ist scheiße OP, das Ding. Und das kleine Spinni hier ist böse. Böses kleine Spinni. Böse. Böse, böse, böse Fritteuse. Das ist so OP. Juhu. So, aber Menschen, mal ganz im Ernst. Ich glaube, die Folge neigt sich dem Ende zu. Wir gehen nach Hause. In dem Fall muss ich mal ehrlich sagen, dieses Schwert hier ist wirklich der beste Drop, den wir bis jetzt hatten. Scheiß auf die Infinity Tool Rod. Die bringt uns gar nichts im Vergleich zu diesem Schwert hier. Dieses Schwert ist der OP-ste Shit, den wir bis jetzt bekommen haben. Denn dieses Schwert wird uns dabei helfen, weiter OP zu sein. Ich sage auf jeden Fall mal Tschüss, meine lieben Menschies. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar, Fischi, da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wie gesagt. Ciao.